heute am Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust zu einer Stunde des Erinnerns und Bewusstmachens zu begrüßen. An dieser Stelle möchte ich mich gleich mal bei Sabine Zeller für ihre Übersetzung in die Gebärdensprache bedanken. Viele sind gekommen und jedes Jahr werden es mehr. Und das ist gut so. Unter uns darf ich viele Vertreter des diplomatischen Korps begrüßen. Und stellvertretend für die österreichische Politik darf ich Nationalratspräsidentin Doris Bures ganz herzlich willkommen heißen. Vor 70 Jahren wurde das Konzentrationslager Auschwitz von den alliierten Truppen befreit und eine noch nie in Europa dagewesene Schreckensherrschaft fand ihr Ende. Die Österreicherinnen und Österreicher waren ein aktiver Teil dieser Vernichtungsmaschinerie. Die daraus entstandene Schuld und Verantwortung tut weh, ist unangenehm. Eine österreichische Spezialität ist es, die Dinge nicht so genau zu nehmen. Das Unangenehme zu vergessen, zu verdrängen, nicht darüber zu reden. Eine deutsche Studie hat ergeben, dass jeder fünfte Bundesbürger unter 30 nicht weiß, was in Auschwitz passiert ist. In Österreich ist die Lage nicht besser. Wir können uns nicht leisten, nicht hinzusehen. Eine der wichtigsten Stimmen in unserem Land, Doron Rabinowitsch, hat folgende Gedanken dazu. Die Opfer können nicht vergessen, was die Täter unterschlagen wollen. Das nationalsozialistische Verbrechen versuchte, seine Opfer namenlos zu machen. Nichts sollte von den unzähligen Leichen übrig bleiben. Die Auslöschung des Namens gilt bei den Juden als ärgster Fluch. Der Nazismus machte aus der Verwünschung Wirklichkeit. Millionen Ermordete, die keine Grabstätte, keine sterblichen Überreste, manchmal kein Todesdatum haben, ja, deren Tod zuweilen nicht einmal bezeugt werden kann. Der Vernichtung entgegenzuwirken, heißt zu vergegenwärtigen, was einst geschah und was heute geschieht. Vergessen gemacht werden die vergangenen Verbrechen nicht der einstigen Gräuel wegen, sondern wegen jener psychischen, sozialen und politischen Kontinuitäten, die ins Heute reichen. Genozid ist keine überwundene Kategorie. Die Erinnerung daran ist kein Blick in die ferne Geschichte, sondern eine Maßnahme gegen Selbstvergessenheit und Gleichgültigkeit. Erinnerung ist eine Notwendigkeit für eine Demokratie der Zukunft. Danke, Doron. Und bevor ich jetzt die ersten Rednerinnen auf die Bühne bitten darf, werden die Gegenstimmen unter der Leitung von Stefan Feudel das erste Lied für uns anstimmen mit dem Titel Moorsoldaten. An der Klarinette Maciej Golebiowski und am Klavier Michael Schnell.